Was geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung? Ihr habt New World bei euch auf dem PC installiert und wollt das erste Mal so richtig reingucken ins Game und schauen, wie das Ganze funktioniert. Dann müsst ihr am Anfang ein Tutorial spielen. Und dieses Tutorial ist einerseits hier auf einer eigenen Tutorial-Map unterwegs. Aber auch wenn ihr in die richtige Spielkarte startet, müsst ihr noch einige Tutorial- und Questaufgaben erledigen, bevor es so richtig losgeht. Und wie ihr das am schnellsten schafft, wie das Ganze funktioniert, was man machen muss, das zeige ich euch ganz schnell hier in diesem Video. Ihr könnt also einfach parallel mitspielen, während ihr euch das hier anschaut. Zuallererst werden wir hier bekannt gemacht mit der Steuerung. WASD ist die bekannte Steuerung, die man ja auch aus vielen anderen MMOs kennt. Mit X, wie gesagt, zieht ihr eure Waffe. Ich spiele das hier nochmal ganz, ganz schnell durch. Wir blocken jetzt mit der rechten Maustaste den Schlag des Gegners, greifen mit der linken Maustaste den Gegner an. Also alles nichts Kompliziertes. Links Umschalt ist Ausweichen, euer Charakter springt nach hinten. Und jetzt machen wir nochmal einen Schwertangriff, indem wir gestreckt halten, beziehungsweise gedrückt halten die Taste. Und schon ist das Ganze geschafft. Kapitän Aldo Thorpe hat jetzt was zu erzählen. Wir klicken uns hier mal schnell durch die Story, das wollen wir uns jetzt nicht vertiefen hier. Der löst sich jetzt einfach auf. Weg ist er, der Kerl! Und jetzt geht es darum, alles nehmen hier, wunderbar, wir drücken auf Tab. Wenn ihr dieses erste Tutorial hier nicht unbedingt spielen wollt, sondern direkt, wenn wir auf der richtigen Karte landen, spielen wollt, dann guckt mal hier unten in den Chaptern, die ich hier eingerichtet habe, in den Kapiteln, da könnt ihr das erste hier überspringen. Alle anderen ziehen jetzt mit mir hier das Schild noch dementsprechend in die Ausrüstungsslot hier, sodass wir also nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit dem Schild arbeiten können. Und was zu essen haben wir auch bekommen von dem guten Menschen hier, sodass wir damit jetzt hier gleich, wenn wir die Taste 3 drücken, weil wir haben das, ich zeige es nochmal schnell, kann ich noch nicht zeigen. Frech. Also, wenn ich die Taste 3 drücke, ist unser Charakter jetzt was und erhält dadurch so einen kleinen Lebensheilboost sozusagen. Mit Leertaste können wir springen, wunderbar, das haben wir auch verstanden. Ich renne jetzt hier an allen Gegnern vorbei, ihr könnt die natürlich hier auch angreifen, die Gegner. Ist zum Üben vielleicht ganz nett, wenn man die Steuerung noch nicht kennt. Ich brauche das jetzt nicht, wir wollen ja vorankommen. Also geht es jetzt hier direkt durch, ohne irgendwelche Anstalten zu machen. An den Gegnern vorbei. Immer geradeaus. Und da vorne kommt gleich eine kleine Blockade. Da wird uns dann erklärt, dass wir auch klettern können, indem ihr einfach die Taste W für Laufen gedrückt halt und jetzt die Sprungtaste, Leertaste drückt. Und ihr seht, schon klettert unser Charakter hier hoch, wenn er nicht noch angegriffen würde. Das war ganz schön gemein. Okay, weiter geht's. Wir laufen weiter. Ihr seht, der Lebensbalken unten heilt sich relativ schnell wieder voll, weil ich eben ja gerade was gegessen habe. So. Und jetzt geht's hier noch hoch. Jetzt kommt meine Lieblingstaste und zwar diese Taste mit diesem Komma hier. Du kannst automatisch das Rennen benutzen. Das ist meine Lieblingstaste. Die ist bei mir zwischen der SZ-Taste und dieser Löschen-Taste. Wenn ich die drücke, dann rennt mein Charakter ganz von alleine und ich muss nicht mehr die ganze Zeit diese W-Taste gedrückt halten. Super, super hilfreich im Spiel. Ihr werdet melden, solange es noch keine Schnellreisefunktion gibt, kann man das gut brauchen. Ja, und jetzt sind wir so gut schon wie da. New World spielen wir. Für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben, hier nochmal der kleine Reminder, wunderbar. Schönes Bild übrigens, finde ich hier an der Stelle. Und dann geht es jetzt noch ein kleines Stückchen weiter, bevor wir auf die Karte geschmissen werden. Hier steht jetzt, steige in die Grotte hinab, um herauszufinden, woher der Rauch kommt. Übrigens, ich habe das Tutorial gerade hier. Wir befinden uns hier gerade in der Open Beta, die jetzt hier nochmal gestartet wird für ein paar Tage, bevor das Spiel dann released wird. Und ich habe gesehen, also viele der Texte, die vorher noch in der Closed Beta, die ich auch gespielt habe, relativ verbuggt waren, sind jetzt schon ganz gut hier umgesetzt worden. Der deutschen Texte, meine ich. Bin mal gespannt, wie weit sich das durch das Spiel jetzt schon durchzieht. Ob sie es schon alles geschafft haben oder ob es später immer noch da Übersetzungsfehler gibt. So, jetzt müssen wir hier diesen Kapitän Thorpe besiegen. Greifen den mal an. Nutzen hier das Schild, um uns zu deffen. Das Ganze ist aber relativ unspektakulär. Jetzt greift er wieder an. Weil wir eigentlich meines Wissens nach hier eh keine Chance haben. Denn sobald ich halbes Leben weg habe, wie jetzt gerade, kommt hier wieder so ein kleiner Einspieler. Und der haut uns sowieso voll auf die Omme jetzt. Wie man sieht. Also, da braucht ihr euch gar nicht groß anstrengen. Und jetzt landen wir schon im Ladebildschirm. Den würde ich im Zweifel ein bisschen vorspulen, je nachdem wie lange das jetzt hier dauert. Und irgendwann, je nachdem wie lange euer PC da geladen hat, sind wir hier in-game angekommen. Und jetzt zeige ich euch eben, wie diese kleine Questreihe hier am Anfang noch funktioniert. Ihr startet hier am Strand und das Tolle ist, ihr habt hier oben so einen Kompass direkt von Anfang an. Ihr seht hier Südwesten, Westen, Nordwesten, Norden. Und darauf wird immer angezeigt mit so einem gelben Viereck hier, mit der 1 jetzt gerade. Das ist eure Hauptquest, die immer angezeigt wird. Und dann wisst ihr, okay, ich muss hier immer in die Richtung laufen. Ja, das ist also schon mal der erste Hinweis, damit man sich hier nicht verirrt. Wir laufen jetzt einfach mal los.
mit der Taste Komma, ohne irgendwas zu drücken. Ganz schön fancy die Geschichte. Bis wir hier beim Wachturm angekommen sind. Und jetzt sollen wir mit Nora Lynch sprechen. Übrigens, dieser Charakter, mit dem ihr hier sprechen müsst, je nachdem, wo ihr startet, heißt der immer anders. Ja, ich habe vorhin im Tutorial einen anderen gehabt. Jetzt klicken wir hier auf E, um zu reden, klicken uns hier einfach durch die Quest mal schnell durch und bekommen jetzt unsere erste Aufgabe. Direkt schon mal Levelaufstieg. Ihr levelt am Anfang super schnell. Ja, das ist gar kein Problem. Einfach mal durch alles durchklicken und jetzt untersuche das Schiffswrack und besiege 3 Ertrunkene. Das kriegen wir doch hin. Wir laufen natürlich wieder hier oben dem gelben Viereck hinterher in Richtung Hauptquest, drücken wieder Komma, damit wir nicht die ganze Zeit mit unseren Händen das machen müssen und können in der Zeit mal K wie Konrad drücken und können hier die ersten Stärkepunkte verteilen. Da wir jetzt am Anfang nur mit dem Schwert kämpfen können, packe ich jetzt meine ersten beiden Stärkepunkte hier oben mal auf Schwert. Später müsst ihr dann selber wissen, welche Waffe ihr dementsprechend spielen wollt und dann die Punkte entsprechend verteilen. Dazu mache ich aber auch noch mein eigenes Video. So, wir haben die Punkte verteilt und sind natürlich schon zu leid gelaufen. Nein, wir sind schon am Schiffswrack angekommen, wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Ertrunkene, die wir besiegen müssen. Hallo, hallo. Wo sind Ertrunkene? Das ist natürlich jetzt hier gerade nach Release so ein bisschen. Da hinten läuft doch einer. Komm, ich komm zu dir. Hier, komm zu Papa. Los, komm her. Betrunkener Seemann. Ne, ertrunkener Seemann. Entschuldigung, nicht betrunkener Seemann. Ja, hau mich ruhig, ist mir egal. Den kann man natürlich auch blocken, so einen Schlag, bin ich ganz ehrlich. Hier, du sitzt da so schön. Da hau ich doch direkt mal drauf. So, jetzt erstmal blocken. Döng. Und jetzt können wir weiter kämpfen. So, wunderbar. 2, wir brauchen nur einen. Dann gibt es hier bei dem noch auf die Omme. Und fertig. 3 Stück. Und jetzt wieder zurück zu Nora Lynch. Das meine ich halt mit dem, man läuft ziemlich viel durch die Gegend in diesem Spiel am Anfang. Gerade als es noch keine Schnellreise gibt. Also, 130 Meter wieder zurück. Jetzt zum Grünen. Dieses grüne Symbol bedeutet immer, dass ihr eine Quest abschließt, dass ihr also etwas erledigt habt und jetzt mit den Dingen, die ihr von dieser Quest erhalten habt oder die ihr erledigt habt, dann zurück zum Questgeber lauft, um die Quest abzuschließen. Das ist jetzt wieder bei der Nora Lynch der Fall. Da laufen wir schnell wieder in dieses Camp hier zurück. Ganz schön viele Leute hier unterwegs. So. E. Abschließen. Wunderbar. Wir haben eine Hose bekommen. Ihr könnt das Inventar ja, wie wir wissen, Stufe 3 schon, mit Tab öffnen. Hier seht ihr jetzt, wir haben eine Hose bekommen. Die können wir theoretisch mal anziehen. Die ist vielleicht ein bisschen schicker. Und der Kerl darf endlich auch mal Schuhe anziehen. Muss man alles nicht machen am Anfang. So. Jetzt geht's weiter. Suche auf dem Boden nach Feuerstein. Das ist gar nicht so einfach. Nein, Blödsinn, das ist ziemlich einfach. Ihr lauft einfach hier irgendwo in Richtung Strand und hier liegen dann irgendwo Steine rum. Hier natürlich jetzt wieder nicht, weil die wahrscheinlich schon alle weggesammelt worden sind. Wir laufen mal hier so ein bisschen rüber, ist vielleicht doch ein bisschen komplizierter. Irgendwo müsste es doch hier Feuersteine geben. Nö, nicht. Keine Feuersteine für den Heinz heute. Das ist aber gemein. Okay, dann laufen wir mal in die andere Richtung. Also, definitiv liegen die hier am Strand. Habe ich gerade auch noch in dem anderen Quest gemacht. Manchmal stellt man sich aber natürlich auch ein bisschen doof an. Ich gehe mal weiter hier rüber. Komm, ich glaube, hier liegen Steine, oder? So, da haben wir Feuerstein. Drücken wir E. Haben den Feuerstein eingesammelt. Also, so sehen die aus, ne? Nochmal für euch. Perfekt. Muss man vielleicht mal auch manchmal ein bisschen mehr ins Wasser reingehen. Kommt immer drauf an, wie viele Leute hier gerade starten. Ihr seht jetzt hier, guck mal, hier sind gerade welche respawned. Als wir hier gerade waren, waren die weg. Jetzt sind die wieder da. Okay, gut. Wir haben sie ja. Und jetzt noch von Büschen Frischholz sammeln. Das heißt, ihr geht hier an solche Büsche ran, haltet da auch mal E kurz gedrückt. Der räumt den Busch da ab. Jetzt haben wir beides eingesammelt. Können wir sehen hier im Inventar. Wir haben also ein Frischholz und wir haben einen Feuerstein. Das mit den deutschen Übersetzungen scheint besser geworden zu sein. Rennen hier rüber wieder zu Nora. Die muss man jetzt erstmal finden hier in der ganzen Masse. Da steht sie. Quatsch, wir müssen ja gar nicht zu Nora. Jetzt mache ich schon wieder Quatsch hier. Grundlagen des Überlebens. Stelle im Zeltlager der Wächterin Lynch folgendes her. Heute Messer. Easy. Wir gehen hier ans Lagerfeuer, drücken E für herstellen. Ja, und suchen uns hier das Heute-Messer raus. Klicken dann hier. Da habe ich meinen Kopf jetzt vorne. Ich gehe gerade mal so ein bisschen runter. Da ist das Heute-Messer. Da klicken wir drauf. Ja, super. Und klicken dann auf Herstellen. Steigen dann auch gleich hier in der Crafting-Wertung um einen auf. Nee, noch nicht. Okay, macht nichts. Und jetzt ist ganz wichtig, bevor ihr losgeht, weil die nächste Quest, wir gehen zu Nora erstmal, die nächste Quest wird jetzt sein, dass ihr so ein Wildschwein erlegt. Aber wir schließen das erstmal ab hier. So, jetzt jage ein Wildschwein. Nicht direkt anfangen. Achtung, heißer Tipp vom Heinz, bei den ganzen Leuten, die hier rumlaufen, erstmal wieder Tab gedrückt. Und das Heute-Messer hier in den entsprechenden Werkzeugslot stecken. Sonst könnt ihr damit nämlich nichts machen. Jetzt können wir loslegen, das Wildschwein umbringen. Denn wenn das Wildschwein umgebracht wird, kann immer nur einer von den Leuten, die hier rumlaufen, dann eben sich die Rohstoffe holen. Also sprich, das Tier häuten. Guckt, und jetzt seid ihr hier direkt am Start und könnt E drücken. Falls jetzt noch einer mit euch gekämpft hätte, habt ihr das schon im Slot ausgerichtet, dass
Häutemesser und seid einfach schneller mit dem Häuten. Beziehungsweise seid der Erste, der anfängt zu häuten. Derjenige, der nämlich als Zweiter anfängt zu häuten, der kann das nicht mehr und kommt dann dementsprechend da nicht mehr mit. Also auf jeden Fall das Messer vorher ausrüsten. So, koche auf dem Lagerfeuer, also nix wie zurück zum Lagerfeuer. Das ist hier mit integriertem Laufsimulator das Ganze. Am Anfang ein bisschen anstrengend, wird aber gleich besser. So, ich bin schon wieder zu Nora gerannt statt zum Lagerfeuer, kriegen wir aber hin. So, kleine Ration müssen wir kochen. Guck mal, ich kann es einfach hochscrollen, dann brauche ich mich auch nicht so ducken. Hier, kleine Ration kochen wir, herstellen, zack, schwupps, wir kochen ein bisschen was. Sehr schön. So, ah, bei Kochkunst steigen wir auf. So war's, nicht beim Craften. So, und dann geht's weiter. Was müssen wir machen? Jetzt mit der Nora sprechen. Da will ich ja schon die ganze Zeit drauf hinaus. So, perfekt. Warum ist der Stuhl so? Wie gesagt, ich klicke das hier alles relativ schnell durch, ja. Suche auf dem Schiffswrack. Ja, jetzt wird's spannend. Suche auf dem Schiffswrack nach Aufzeichnungen und Überresten. Wir laufen also hier wieder in die Richtung unserer Hauptquest oben. Wird uns wieder angezeigt hier mit dem Fragezeichen mit der gelben Kiste. Dumm-di-dumm-di-du. Guck mal, hier hätte auch noch ganz viel Feuerstein rumgelegen. So, und jetzt müsst ihr einfach nur so Dinge anklicken. Hier, beschaffe die Besatzungsliste, beschaffe die Schiffsinventarliste und beschaffe das Logbuch. Derweil aufgestiegen zu Stufe 4. Wir drücken nochmal K, um hier ein paar Punkte zu verteilen. Wie gesagt, erstmal full alles auf Stärke mache ich hier gerade. Damit ich hier einfach ein bisschen schneller kämpfen kann. So, wir gehen hier hin und sehen, guck mal, da liegt so eine Liste rum. Die müsst ihr jetzt einfach nur einmal mit E anwählen, euch das angucken, mit Escape wieder schließen und das war's schon. Ja? Weiter geht's. Muss man nichts weiter mitmachen. Da habe ich am Anfang auch gedacht, boah, was musst du jetzt hier machen? Nee, nee, geht ganz zügig. Jetzt müssen wir eigentlich irgendwie auf dieses Schiff rauf. Wie geht der Quatsch nochmal? Ich glaube von vorne. Wir rennen mal hier rum. So. Ich glaube hier, was ist mit der Kiste? Vorratslager. Ach guck mal, das ist immer ganz gut, wenn ihr so Vorratskisten findet. Da kann man immer so sich ein bisschen was zu snacken holen. So, jetzt gehen wir aber mal hier rein. Ja, wen haben wir denn da? Na komm, den machen wir gerade weg hier. So, so, hier hinten haben wir dann wieder was, was wir brauchen. Nämlich die Besatzungsliste. Wunderbar. Einmal angucken, Escape drücken und weg. Fehlt uns noch eins. Laufen wir also einfach wieder in die Richtung unseres gelben Vierecks, unseres gelben Quadrates da oben. Hier geht's lang, noch 30 Meter ungefähr. So. Und da ist es schon. Hier Inventarliste einmal angewählt, wieder schließen und schon haben wir das auch. So, suche auf Schiffswrack nach Aufzeichnungen und Überresten. Ey, du bist aber frech, was fällt dir ein hier? Gibt's ja nicht. So, und weiter geht's. In die Richtung unseres Vierecks. Wobei, ich sehe gerade, wir haben gerade auch einen Aufstieg geschafft. Wir drücken mal gerade K. Und wenn wir jetzt K drücken, hier gibt es auch die Waffenführung. Und wir können jetzt hier die erste Attacke, nämlich die Wirbelklinge, unsere erste Spezialfähigkeit unseres Schwertes, entwickeln. Das machen wir natürlich direkt und ziehen die hier auf Q. Das macht er ganz von alleine. Auf Q, unser Ereignisfeld. Und wenn ihr jetzt Q drückt, dann könnt ihr so eine Spezialattacke machen, die entsprechend mehr Schaden macht. Würde ich einfach schnell einstellen, auch wenn wir hier nur schnell durchspielen wollen. Diese Gebietsrufpunkte kann man auch noch verteilen, wenn ihr hier M drückt. Gebietsruf hier könnt ihr dann einstellen, was ihr haben wollt, ob ihr schneller EP sammeln wollt, ob ihr schneller Ruf sammeln wollt oder ob ihr schneller sammeln wollt. Ich mache jetzt hier mal sammeln, ist einfach total individuell, müsst ihr euch überlegen und erstmal ein bisschen Erfahrung mit sammeln. Versteht ihr? Erfahrung sammeln. So, jetzt gucken wir mal hier, wo hier dieses nächste Ding ist, was wir einsammeln müssen. Wahrscheinlich da bei dieser leuchtenden Kiste. Junge, der hat einen Hammer, habt ihr doch gesehen. Wahnsinn. So, hier einmal die Kiste anklicken. Was müssen wir jetzt machen? Suche auf Schiffswrack. Okay, wir müssen zum nächsten Schiffswrack. Und da müssen wir jetzt schon 205 Meter laufen. Ihr merkt also, das Ganze entwickelt sich jetzt mehr und mehr zum Laufsimulator. Nee, 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 ich will jetzt hier nicht kämpfen. Ich will einfach nur durch. Ich laufe da mal rüber. Ich weiß noch nicht, ob ich es im Video vielleicht rausschneide, wenn es zu lange dauert. Ansonsten habt ihr jetzt halt einen kleinen Cut und dann sind wir schon da. So, wir müssen hier definitiv auf dieses Schiff rauf und dann müssen wir einmal zum Bug und einmal zum Heck. Wir gehen erstmal hier hinten hoch, weil hier ist gerade nicht so viel los. Ne, klettern, W mit Leertaste, haben wir ja vorhin im ersten Tutorial gelernt. Zack, so, und dann gibt es hier so eine Wolke, die müssen wir anwählen. Das geht nicht immer, doch, jetzt geht's. Die Schiffsflagge, ja, dauert ein bisschen. So, wunderbar, dann rennen wir jetzt auf die andere Seite des Schiffs. Und machen den ganzen Spaß da auch nochmal. Also wie gesagt, es ist eigentlich nur so ein Rumlaufen und Sachen sammeln. Aber man muss auch erstmal... Oh, 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 oh. Ja, okay. So runterfallen sollte man natürlich nicht. Das war jetzt nicht so schlau. So, da geht man hier auch hin, drückt nochmal E.
Und dann haben wir das auch. Und jetzt müssen wir wieder mit der Nora sprechen. Und die ist aber wieder ein ganzes Stückchen weit entfernt, nämlich 194 Meter. Ich renne dann mal schnell rüber, bin gleich wieder bei euch. So, da sind wir wieder. Nora, ich habe dir was mitgebracht. Wir waren ganz fleißig. So, alle Aufgaben abschließen. Jetzt haben wir einen Bogen bekommen. Also man sammelt jetzt so nach und nach die Waffen zusammen, die man dann spielen kann. Wenn ihr wissen wollt, welche verschiedenen Waffen oder Klassen es in diesem Spiel eigentlich gibt, habe ich hier oben schon mal ein Video zu gemacht. Könnt ihr gerne mal draufklicken und euch das dementsprechend anschauen. Jetzt geht es aber erstmal hier weiter im Tutorial. Untersuche das Gebiet Tidenschluckhöhle. Das machen wir doch. Also, sieht ein bisschen anders aus. Wie gesagt, je nachdem, wo man startet, kann das sein, dass das bei euch jetzt auch ein bisschen anders aussieht. Dann lasst euch nicht irritieren. Einfach immer nur den gelben Vierecken hinterherlaufen. Dann ist das alles ganz entspannt. Ich hatte vorhin eine etwas andere Höhle. Das macht aber ja nichts. So, hier muss es gleich eigentlich irgendwo reingehen. Gucken wir mal. Ja, da sind wir. So, das ist ein Stufe 5 Gebiet. Wir sind erst Level 4. Macht nichts. Wir rennen ja einfach nur runter. Wir rennen ja einfach nur durch. Hier, ertrunkener Quartiermeister. Sorry, ich muss nur mal kurz durch. So, perfekt. Rein in die Höhle. Dann hier einmal drehen. Mensch, das ist ein Gekloppe hier. Entschuldigung. So, wir gehen hier hoch direkt. Oh, hier sind direkt zwei. Kommt noch jemand und hilft uns? Das ist jetzt ein bisschen schwierig sonst. So, ich fange schon mal an hier. Jetzt können wir ja unsere Attacke hier auch einsetzen. So, also hier würde ich gucken, wie gesagt, wenn ihr hier alleine seid und hier stehen zwei Mobs, das ist nicht so gut. Denn ihr müsst euch hier eine Zeit lang, wie die beiden jetzt hier, durch diese Wand durchkloppen. Und in der Zeit sind sonst die Mobs von hinten ein bisschen gefährlich. So, perfekt. Wir sind jetzt hier in der Höhle. Da hüpfen wir einfach runter und hier spawnt so ein Kapitän. Der verderbte Kaplan. Den können wir da mitnehmen. Ihr könnt aber auch hier an der Waffentruhe euch gerade mal eben noch eine Waffe snacken. Mal gucken, was es diesmal so im Angebot gibt. Letztes Mal habe ich hier so eine Axt bekommen. Diesmal habe ich einen Hammer bekommen, hier einen riesigen. Guck mal, den kann ich aber noch nicht einsetzen, weil mein zweiter Waffenplatz ist erst ab Stufe 5 verfügbar. Da müssen wir noch ganz kurz warten. Das wird aber gleich schon soweit sein. Hier spawnen schon so diese Vorboten, diese Schwärmer des Verderbnis. Zack. Na, jetzt müssen wir mal kurz warten, bis der Kollege hier spawnt. Und da müsst ihr einfach nur theoretisch ein, zwei Hits draufhauen. Das reicht schon, ihr müsst den nicht selber töten. Also das reicht, wenn ihr hier den in so, da, jetzt nix wie hin. Komm, ich will mitmachen. So, hier, wir müssen nur ein bisschen dran beteiligt sein. Dann reicht das schon völlig aus. Na, scheinbar nicht. Da haben wir zu wenig drauf gehauen. Okay, dann müssen wir nochmal warten, bis er wiederkommt. Ich mach das mal gerade und dann sehen wir uns wieder. So, diesmal einfach mal ein bisschen mehr Schaden machen an dem Kollegen. So, diesmal hat's gereicht, ja. Also man muss schon ein paar Hits drauf setzen, so einmal nur absnacken. Reicht dann da im Endeffekt doch nicht. So, und jetzt latschen wir wieder zurück zu Nora Lynch. Ja, also wieder aus der Hölle den bekannten Weg raus. Aus der Hölle? Aus der Höhle? Hm. So, hier erstmal wieder durchkloppen. Von der anderen Seite wollen welche rein. Dann helfen wir denen nochmal. So. Also, wie gesagt, ich laufe mal gerade schnell wieder rüber und dann sehen wir uns wieder. So, da sind wir auch gleich schon wieder. Übrigens, kleiner Tipp, den ich schon mal als Quick-Tipp rausgehauen hatte. Aber wenn ihr jetzt hier, ne, frei lauft quasi durch diese Komma-Taste und ihr wollt euch jetzt umschauen, dann dreht ja euer Charakter auch immer die Richtung ab. Wenn ihr aber einfach die Taste Alt gedrückt haltet, schaut mal, dann könnt ihr euch so umschauen und euer Charakter rennt immer weiter in die gleiche Richtung. Das ist ganz praktisch, wenn man einfach so ein bisschen gucken will, wo will man denn hin, was für Gegner sind denn in der Nähe, ne? So, wir drücken hier wieder auf E und schließen die Aufgabe natürlich dementsprechend ab und jetzt ist die nächste Aufgabe nämlich schon, öffne die Karte, ja, und wir dürfen auf M endlich mal auf die Map gucken und sehen, ah, wir sind hier, okay, wunderbar, und hier hinten ist unsere Siedlung, zu der wir hin müssen, und damit ist für mich jetzt so das erste Tutorial erstmal erledigt, ihr lauft jetzt in die Siedlung und ihr habt dann natürlich weitere Quests, aber ab jetzt ist der Weg immer individueller und ja, schaut mal, wie ihr da klarkommt, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, habt ihr also so schon mal die ersten Einstiege gut gemeistert und ich wünsche euch jetzt viel Spaß weiter in New World. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Heinz.